Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, ich bin's wieder, Mr. Swisszocker, und wir spielen heute wieder eine Runde Minecraft. Ja. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal gezockt habe. Und ich habe jetzt einen neuen Account. Der mir der liebe Sir Pac-Man von GreenBitCube geschenkt hat. Und ja, erstmal ein fettes Dankeschön dafür. Und ja, ich würde sagen, wir brauchen noch ein bisschen Glas. Für unser Baumhaus. Und da oben brauche ich, ist glaube ich auch noch was, nicht? Hier, der Baum ist mir ein bisschen zu klein. Ich glaube, den holze ich wieder ab. So, im Hintergrund schön Minecraft-Musik. Ich habe übrigens immer noch keine Musik drunter. Das liegt einfach mal daran, dass ich immer noch nicht weiß, woher ich solche... solche Musik herbekomme. Schreibt mir bitte endlich mal in die Kommentare, woher ich diese Musik bekomme. Oder wenn ihr selbst Musik macht, dann ob ich die halt benutzen darf. Ich habe keinen Bogen. Wie steht die Sonne so? Ach, die geht gerade erst auf. Alles Klärchen, Popärchen. Überall so Pilzhäuser, wa? Überall. Hier ist Sand. Mäh. Ja, du mäh dich doch selbst, Alter. Ja, es leckt gerade ein wenig, weil ich im Hintergrund noch... was am Rennen bin. Sollte aber sofort eigentlich fertig sein. Da, Eisenschaufel. Kann ich, wenn ich das hier rein... egal. So. Dim. Geh mal weg da. So, zack. Und dann holzen wir hier nochmal den Baum ab. Weil, ja, schwebende Bäume über dem Wasser haben nicht so Style, finde ich. Alter, kann Camtasia dann auch mal noch fertig sein, bitte? Wenn das so übelst leckt, dann wird das wahrscheinlich gleich fertig sein. Ich habe mir überlegt, ob ich während dem Minecraft-Let's Play noch rendern will, aber das hat sich so eben erübrigt. Und es ist fertig. Weil ich hätte halt schon eine Menge noch zum Rendern, aber hey, mache ich das halt später. Weil ich muss sagen, das Rendern mit Camtasia Studio braucht schon einen Moment Zeit. Weil im Durchschnitt rendere ich einen Part in einer Dreiviertelstunde bis Stunde. Ein 20-Minuten-Part. Und das ist eine Menge Holz. Vor allem, es kommt immer darauf an, was ich rendern will. Alarm für Cobra 11 braucht länger. Vor allem so Sachen, was halt grafiktechnisch und speichermäßig auch auf einem hohen Level ist. Sowas braucht dann halt schon seine Minuten, ne? Oder so eine Stunde Zeit. Aber dafür hat halt Camtasia Studio, das muss man wirklich so sagen, die aus meiner Sicht so ziemlich beste
Qualität, was Rendern anbelangt. Und ich wollte eigentlich die Setzlinge, gar nicht in das Holz selbst, ich Depp. Ja. Ich glaube, das Tastaturgeräusch ist jetzt so ein bisschen entschärft, weil ich habe etwas entdeckt, und zwar ich habe ein bisschen aufgeräumt und habe so eine Matte gefunden, die eigentlich als Schutz für meine Tastatur gedacht gewesen wäre. Jetzt habe ich die heute drauf getan, dass wenn ich halt irgendwie esse oder so, dass halt nichts zwischen die Tastatur dazwischen fällt. Es stört gar nicht eigentlich. Und ich finde, es ist leise geworden. Also ich selbst die Tastatur nur ganz wenig. Kann aber auch an meinem fetten Mikrofon liegen. Ich brauche einen Block. Wir haben keine Erde oben. Nehme ich mir hier halt noch so einen Block weg. Ach, wir haben einen Teich da. Schön. Das war jetzt gerade bei mir. Das war auch bei mir. Stimmt, ich hätte mich noch auf beschäftigt setzen können. Werde ich gerade mal tun. Ja, ich will wirklich beschäftigt sein. Beziehungsweise ich bin beschäftigt. Ist ja gut. Alter, wie viele wollen denn noch Battlefield zocken? So. Jetzt fehlt da nur noch, dass der Martin auch noch gleich anruft, wa? Ich hoffe, ich falle hier nirgends. Ja, wobei, ich habe ja alles eingezäunt. Dürfte ich eigentlich nirgendwo runterfallen können. Tun. Hier unten ist auch ein Baum. Ups. Ich Depp hätte auch einfach den Baum hier abholzen können, wa? Denn der Grund, wieso ich den hier abholze, ist, er ist mir zu klein. Weil ich will hier eigentlich... Das war zu viel. Ja, wobei, nee. Diese Funktion ist einfach dumm. Ist hier noch was? Ja, hier ist noch was runtergefallen. Düm, 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 düm. Nehm's mit, danke. Abfall. So, jetzt müssen wir kurz warten. Ich muss mir irgendwann mal noch ein Feuerzeug machen, um solche Überreste wegzuburnen. Eigentlich könnten wir uns hier jetzt mal eine super Übersicht verschaffen. Ja, geht. Was ist da hinten? Entweder ein Tempel oder einfach nur so ein Haufen Pilz-Dinger. Ich tippe auf Pilz-Dinger. Naja, gehen wir wieder runter. Zieht hier oben. Jetzt können wir uns noch eine halbe Stunde hier runterschlagen. Was ich auch toll finde, ist, dass wenn man Holz mehrmals zerschlägt, geht's nicht kaputt. Entschuldigung. Haben wir Bone Meal? Glaube nicht. Ja, den Apfel holen wir gleich. Können wir uns den auch direkt reinzwitschern. So.
bräuchte noch mehr Erde. Ich will noch ein bisschen mehr Erde haben. Gib mir Erde. Au. So, Minecraft-Musik fehlt wieder. Ich will mal hier nebenan noch so einen Baum setzen. Ja, es ist asymmetrisch, ich weiß es, nur es ist ein Baumhaus. Da schau ich nicht ganz, ich Vollidiot, hätte das Zeugs noch brennen sollen. Nicht so pingelig auf das ganze symmetrische Zeugs. Damit ich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, einfach damit ich das Zeugs nicht auch noch einlagern muss. 4. Und hier machen wir dann einen weiter nach links. Wobei, hier könnte ich dann den, na da, genau das gleiche Problem wie eben. So, zack, zack, zack. Egal. Wir brauchen irgendwann auch noch wieder einen Garten, ne? Ich mach mir erstmal nochmal einen Ofen. So. Zack. Und müssen den halt vorübergehen mit Holz. Erwärmen. Hier kommt unser. Ich Depp hab Holzkohle. Wieso schmeiße ich mein Holz da rein? Dann haben wir hier Schwarzzeichenholz. Wieso Schwarzzeichenholz? Never mind. Ich hätte nicht. Egal. Ich bin ein bisschen verplant gerade. So. Wo, da haben wir letztes Mal aufgehört, beziehungsweise mussten aufhören. Mit dem nächsten Satz. So. Du sollst es da hinsetzen, danke. Ups. So. Nein, da rein. Dann nehmen wir den Apfel und hauen uns den einfach mal rein. Und da unten hängen schon die Spinnen ab. Deshalb wird es schleunigst Zeit, dass wir hier dicht machen. Ups. Da fehlen noch ein paar. What? Wie schnell die Bäume wachsen, Alter. Ach stimmt, der ist ja auch schon gewachsen. Fiel mir gar nicht auf.
weil der ja schon länger dasteht oder gestanden hat. Jetzt steht ein neuer, größerer Baum da. Ja, wobei, eigentlich ist der Baum genau gleich klein. Ja, ich kann kein Fleisch auf den Boden setzen, leider. Das passt. Das hier passt auch. Eigentlich bräuchte ich noch ein paar Setzlinge, wa? Haben wir noch welche da? Ein. Ne, zwei haben wir da. Dann gehen wir mal pennen. Und fällen am Morgen nochmal einen Baum. Ich müsste noch Werkzeug machen. Das machen wir, währenddem die ganzen Viecher hier sich verdünnisieren. Ups. Gib her. Eigentlich ist es ganz ungesund hier, der Eingang, wa? Irgendwann muss ich hier auch noch dicht machen. Da ist ein Zombie. Da ist ein Creeper auch noch. Moin! Du magst mich, wa? Ich aber dich nicht. Stirb! Ich würde sagen, den da vorne fällen, wa? Oh, 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 oh. Nicht dazwischen springen, das könnte uns schmerzhaft zu stehen kommen. Irgendwann müssen wir auch nochmal eine Mine anlegen, weil sobald ich dann Gold habe, ich weiß nicht, ob wir das schon haben, ich glaube ja. Weil ich will mir mal noch einen Kompass bauen, damit ich halt auch auf Erkundungstouren gehen kann, ohne dass wir uns direkt verlaufen. Vorhin werde ich hier nicht allzu groß auf Erkundungen gehen. Miep. Einfach weil ich bin so ein Kandidat, ich verlaufe mich ziemlich oft. Solange uns hier kein Creeper entdeckt, ist eigentlich alles in Ordnung. Ist alles im Lot. Wenn ich starr hier zur Decke und würde nicht bemerken, wenn ein Creeper auf mich zurennt. An? Ja, mein Mikro ist an. Ich frag mich irgendwie jedes Mal. Aber ist halt... Wäre halt dumm, wenn es nicht an wäre. So, gib mir Setzlinge. Gib her. Los, rück raus. Keine Äpfel. Äpfel nehme ich zwar auch, aber ich würde wirklich gerne heute mal Setzlinge haben. Fällen wir den nächsten Baum halt auch noch. Greenpeace würde uns erschlagen. Aber da ich auf Greenpeace einen Scheiß gebe, ist mir das ziemlich Latte. Generell, ich finde die Greenpeace-Aktivisten, was sie die ganze Zeit abziehen da mit dem Stadion und so, sollte man alle einsperren. Ganz im Ernst. Die haben nur Scheiße im Kopf und... Meine, die wollen, dass wir sie unterstützen im Kampf gegen, keine Ahnung, im Kampf für die Welt. Machen sie super, indem sie alle gegen sich aufhetzen. Indem sie einfach mal Fußballspiele stören oder generell den Leuten auf den Sack gehen. Mein, wenn so ein Typ, so ein Aktivist mich... Aktivisten, ja, keine Ahnung, wie man die Typen nennt. Wenn mich so ein Typ auch nur anspricht, ich ignoriere ihn einfach und lauf weg. Ganz ehrlich, wir haben das immer wieder, dass halt am Hauptbahnhof in Zürich wird man halt angesprochen von irgendeinem Spacko
der einem irgendwie verklickern will, wie gut das Greenpeace doch ist und was Greenpeace alles macht und all den Scheiß. Da denke ich mir einfach nur, halt die Fresse und lass mich durch. Letzte Woche wollte mich wirklich einer nicht durchlassen. Der stand da vor der Rolltreppe. Also ich kam von unten nach oben, wollte halt zur Schule und er stand dann oben und wollte mich ums Verrecken nicht durchlassen. Der hat mich dann voll gelabert und habe ich gesagt, Junge, lass mich durch oder du fängst dir eine. Weil der wollte mich nicht durchlassen. So, jetzt schnappe ich mir aber mal das Skelett da. Ja, bam. Jetzt habe ich auch Bone Meal. Muhahaha. Wo ist mein Haus? Ich laufe dann vorbei, ich Depp. Nee, also so Leute gehen mir wirklich derbst auf den Sack. Falscher Baum. Ja, könnt ihr mir mal gerne eure Meinung schreiben. Ich muss noch ein Stockwerk nach oben. Was ihr halt davon haltet. Ich hätte noch einen Baum fällen müssen, egal. Ob ihr selbst davon überzeugt seid, wovon Greenpeace schwafelt. Und ob ihr auch denkt, scheiß drauf, was die labern, das sind eh alles voll Schwachmaten. Das ist ganz ehrlich, das ist meine Meinung. Weil sie haben es nicht anders verdient. Den ganzen Scheiß, was die immer verzapfen. Na, ich kann nicht mit gutem Gewissen gut über die Jungs denken oder die Mädels. Wenn man so ein Aktivistenbild sich vorstellt, denkt man sich